das Volk Gottes mit Mose am Berg Horeb steht und der ganze Berg im Feuer brennt, da sagt das Volk: Mose, rede du mit Gott, aber wir wollen hören, was er sagt, und wir wollen das tun. Und Gott sagt: Ich habe gehört, was das Volk gesagt hat. Und dann kommt ein ganz, ganz wichtiger Vers, der für uns heute immer noch ganz, ganz große Gültigkeit hat. Denn Gott sagt dort: Möge doch diese Gesinnung bleiben, mich alle Zeit zu fürchten und alle meine Gebote zu halten, damit es ihnen und ihren Kindern ewig gut geht. Möge doch diese Gesinnung in ihnen bleiben, mich zu fürchten, mir mit Ehrfurcht zu begegnen. Möge doch das Trachten ihres Herzens auf mich ausgerichtet sein. Als ich diese Bibelstelle gelesen habe, da habe ich darüber nachgedacht: Was ist das Trachten meines Herzens? Worauf bin ich ausgerichtet? Was ist das Ziel in meinem Leben? Was ist das Ziel in meinem Denken? Was ist das, was ich in meinem Herzen trage als etwas, wo ich mich ausrichten will? Was ist es in meinem inneren Menschen, was mich antreibt, was mich ausgerichtet sein lässt auf die ewigen Dinge? Etwas später lesen wir, dass dort geschrieben ist, dass wir Gott mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele und mit unserer ganzen Kraft suchen sollen, ihm dienen sollen. Für mich war das wieder ganz neu ein Ansporn, den ich dir jetzt auch weitergeben möchte, dass wir prüfen: Was ist das innere Denken in mir? Was ist das, worauf ich ausgerichtet bin? Ist es wirklich das, dass ich Gott mit ganzem Herzen liebe, mit meiner ganzen Seele auf ihn ausgerichtet bin und ihm mit meiner ganzen Kraft dienen will? Ist es das wirklich? Oder muss ich da eine feine Justierung vornehmen? In diesem Vers gibt es diese Verheißung: Es ist gut, wenn dieses Trachten in ihnen so bleibt. Denn das ist gut für sie und für ihre Kinder auf ewig. Und das ist diese Verheißung auch, die ich dir weitergeben möchte. Streck dich danach aus, was die ewigen Dinge sind, wo deine Agenda im Herrn ist, wo das Trachten deines Herzens auf ihn ausgerichtet ist. Und ich glaube, dass Gott in dem Gebiet, in dieser Ausrichtung, in dieser Tiefe, in diesem neu sich fokussieren, einfach viel, viel mehr für dich hat.